13 Dinge, die ich mache, während du noch hier schläfst. Vom heutigen Vlog. Natürlich läuft jetzt nicht jeder Tag so bei mir ab. Ich behalte mir da schon meine gewisse Flexibilität frei. Natürlich ist das auch nicht so auf die Minute getimt, wie ich es dir hier jetzt dargestellt habe. Ich wollte einfach ein wenig ein Beispiel bringen, wie das eben funktionieren kann, wie so ein Morgenritual aussehen kann, beziehungsweise wie mein Morgenritual eben größtenteils aussieht. Ja, freue ich mich, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Vlog gefallen hat, dann freue ich mich wieder über einen Daumen hoch natürlich. Und einen kleinen Tipp habe ich noch zum Schluss. Wenn du daran interessiert bist, früher aufzustehen, ja, wenn du daran interessiert bist, das zu erlernen, diese Gewohnheit zu installieren, dann empfehle ich dir mein Buch Alles im Griff 1. Da erkläre ich dir erstens, wie du diese Gewohnheiten installieren kannst, wie du alle Gewohnheiten installieren kannst, und im Speziellen gehe ich dann ein auf die Gewohnheit früher aufstehen. Wenn dich das also interessiert, dann das Buch, ich blende es jetzt hier nochmal ein, beziehungsweise findest du den Link dazu auch in den Shownotes, dann hol dir doch dieses Buch. In diesem Sinne, nochmals vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bye!